Willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Team of the Year Pack Openings. Wir sind wieder am Start und heute gibt es immer noch diese Spieler hier zu ziehen. Genau, die Ronaldo, Robben und Messi. 99er Ronaldo, 98er Messi, 96er Robben. Im letzten Pack Opening hatten wir auf jeden Fall einen guten Spieler dabei und einen noch sehr guten. Aber ja, das müsst ihr euch selber anschauen. Ist auf dem Kanal natürlich zu finden. Die Playlist gibt es auch auf dem Kanal. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Heute geben wir mal wieder richtig Gummi und ziehen nochmal 10 30k Packs, wollte ich gerade sagen. Nein, wir ziehen 10, 15k Packs. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal was Gutes dabei haben. Team of the Year wäre natürlich ein absoluter Traum. Bisher habe ich ja noch keinen gezogen. Zwar, ja, zwei sehr nice Spieler, Robben und Ribéry bisher und Lahm auch schon, aber der war nicht im Team of the Year mehr. Also ordentlich Glück, aber ja, vielleicht. Ja, jetzt nochmal ein bisschen mehr Glück. Wenn es dir gefällt, lass einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ist eine großartige Geste und unterstützt mich wirklich sehr. Kingwin in der Videobeschreibung für PS1 und Microsoft-Guthaben und Sennheiser für Headset-Bedarf. Das erste von 10, 15k-Packs mit Messi auf dem Cover und Cahill. Ja, auch der wieder einer der Spieler, die momentan richtig am Zerstören sind in der Premier League, denn sie zerstören gerade sowas von Swansea. 4:0 zur Halbzeit. In der Halbzeit nehme ich das hier übrigens gerade auf, von daher weiß ich das ganz genau. So, Gladiator und Anchor haben wir da noch drunter. Gladiator eher, wenn die Chemiestile ja auf Englisch sind. Lorenzo Regelkamp, ehemaliger Spieler von Alemannia Aachen, ja, was der Max so alles weiß. Und dann kommen wir direkt zum zweiten 15K-Set in dieser Episode mit Antoine Griezmann vorne drauf. Ich hoffe, dass es diesmal noch was Besseres wird. 5, 10K, den Bach runter. Naja, also bisher ist es wirklich nicht so krass gewesen, dieses Pack-Opening heute und gestern allgemein. Gestern habe ich schon im letzten Video gesagt, ja, ein paar Packs verzogen, so 250k, auch da war nur Alaba der beste Spieler. Also es muss wieder ein bisschen besser werden. Ich hoffe, dass es nochmal laufen wird, wieder mit Griezmann auf dem Cover vorne drauf, vielleicht ja diesmal. Es wäre auf jeden Fall möglich, es lädt ein bisschen länger und es wird Boetius. Okay, das ist auch wieder nicht so geil, Pimin, Schwegler, Dorsch. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Also Potenzial ist da nach oben. Muss auf jeden Fall, weil sonst bin ich irgendwann noch am Weinen. War ich übrigens letzte Episode auch. Guckt da vorbei, es lohnt sich wirklich, weil es war wirklich ein sehr großer Schockmoment. Alles klar, gut, das war das dritte Set. Das vierte nicht mit Griezmann, das hat jetzt gar kein Glück gebracht. Nicht mit Griezmann hat jetzt gar kein Glück gebracht. Mit Alaba, schon eher. Vielleicht wird es ja bei dem ein bisschen besser. Hier kriegen wir Coins dazu von Spielerverkäufen. Ich habe meinen Verein wieder ausgemistet. Natürlich nur die Spieler, die Verbrauchsobjekte nicht. Eieiei. Eieiei. Ich glaube, das schlechteste 15K-Pack, das es jemals auf YouTube gegeben hat, mit einem 77er Non-Rare. Halleluja. Das ist wirklich traurig. Aber gut, RF zu RS haben wir dann noch. Powerhouse. Ja, okay, alles klar. Den Rest können wir hier getrost discarden und kommen zum nächsten Pack mit Tim Howard. Das müsste jetzt das fünfte sein. Ich glaube, das fünfte. Ja, das fünfte. In dieser Episode wieder 300 Fieberpoints, den Bach runter und vielleicht, ja, mal was Wertvolles hier, Mikel, wieder ein Spieler von Chelsea und dann direkt daneben der Buffet Timbikomi, der momentan richtig zerstört wird von den Kampel noch in seiner Salzburg-Version, von mir aus gerne, ist aber auch nichts wert, selbst wenn er wechseln wird, einfach weil der Non-Rare war und so oft gezogen wurde. Raul Garcia haben wir dann noch Irtegün, aber nichts Großartiges. Wir kommen zu Pack Nummer 6, wieder Tim Howard vorne drauf. Ich werde mal die Augen zumachen und hoffen, dass es ein Team of the Year werden wird. Die Arme ausgebreitet, wie ein Albatros. Warum wie ein Albatros? Ich weiß nicht, eher wie ein Adler. Wie ein Adler? Okay. Ich habe gerade schon wieder einen Herzinfarkt bekommen. Godin war nicht im Team of the Year. Hätte es zwar verdient gehabt, er war aber nicht drin. Dazu noch Roya und Diabaté, der ehemalige 96er Roya. Aber auch der ist natürlich nichts wert. Warte mal, das waren jetzt... Okay, wir haben schon 7 seltene Objekte drin gehabt. Das heißt, wir kommen zu Pack Nummer 7. Immer noch ohne ein Inform oder Team of the Year in dieser Episode. Können wir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch ein bisschen besser gelaufen ist. Bisher kann ja durchaus sein. Griezmann wieder auf dem Cover und Miralem Pjanic, Ashley Young. Und Elise, okay, warum habe ich den auf die Transferliste gepackt? Ist vollkommen sinnlos, genauso wie Pjanic, der wird auch nichts mehr wert sein. Der Market Crash ist ja real. Da geht ja absolut gar nichts mehr momentan. Die Spieler gehen ja alle für Discard Value. Außer halt natürlich die etwas besseren. Beispielsweise eine Ribéry oder eine Robben. Oder ein Alaba. Oder ein Team of the Year. Aber die ziehe ich ja nicht, verzweifelnderweise. Achtes Set, glaube ich, ist es jetzt. Nicht mit Münzen, sondern mit FIFA Points. Eden Hazard. Chelsea zerstört gerade. Dieses Pack wird jetzt auch hoffentlich zerstören. Denn hoffentlich wird es mir ein Team of the Year Spieler geben. Bitte gib mir Aubameyang. Das ist quasi Team of the Year, weil die kannst du ungefähr vergleichen. Weil er hat 95 Pace und das reicht in den meisten Fällen auch, um jeden Spieler zu zerstören. Ich packe ihn auf die Transferliste, wird wahrscheinlich auch nichts mehr wert sein. Aber er hat 95 Pace. Von daher lassen wir das einfach mal. So, Fitness und Training nehmen wir natürlich alles mit hier in den Verein. Dazu noch das Paok Heimtrikot. Das nehmen wir natürlich auch noch mit, weil ich bin ja beständiger Trikotsammler.
Und den Rest können wir hier discarden. Alles klar. Gut, wir sind bei 3,6 Millionen und haben das 9. Pack in dieser Episode mit Antoine Griezmann auf dem Cover nochmal drauf. Skippen wir mal. Und Olson. Ach du Scheiße. Kim Shin-wook. Eine sehr overpowerte Team of the Year-Karte letztes Jahr gehabt. Warte mal, ein seltenes Objekt kommt noch. Oh, Arneel. Warum nicht Bale? Über Bale könnte ich mich auch tierisch freuen. Vor allem, weil das das zweite Mal wäre, dass ich ihn ziehe. Aber gut, das wird hier in diesem Pack unbedingt wahrscheinlich nichts mehr. Wir sind jetzt auch schon beim letzten Set dieser Episode angelangt. Und werden das jetzt freudig verziehen. Wenn wir jetzt keinen Spieler über 80 drin haben, öffne ich noch ein 25k-Set in dieser Episode als kleinen Bonus quasi obendrauf. Lionel Messi, mach keinen Mist. Er gibt mir Alessandrini. Yuji Ono, noch nie gehört. Gaetan, okay, er ist über 80. Eigentlich war der nicht im... Ah, der war letzte Woche im Team of the Week. Wojtowiak, Onur. Eigentlich ist er über 80, ne? Eigentlich ist er über 80. Das heißt, ich kann mein Wort eigentlich nicht brechen. Aber ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem, weil ich euch lieb habe. Ja, ganz einfacher Grund. 250 Viewerpoints nochmal. Den Bach runter für ein Team of the Season. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Für Lukas. Na, das ist nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann ich leben. Ist ein Spieler über 80. Rodrigo auch noch dazu. Aber in der 25k-Pack erwartet man normalerweise mehr. Ich habe es nicht geschafft. Schreibt mir in die Kommentare euren besten Spieler bisher während des Team of the Years und ob ihr überhaupt Packs gezogen habt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn ihr merkt, es ist nicht unbedingt das Ganze wert. Gut, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.